Herzlich willkommen zur absoluten Lieblingsrubrik von Peter Maffay. Herzlich willkommen zu Aushalten, nicht lachen. In der Tag Team Edition. Das bedeutet, wir spielen jeweils zu zweit mit unserem Spaßpartner. Ich habe mein Team komplett neu formiert. Ich spiele mit dem König der Witze, mit Sir Mark Oliver Schulz. Wir, die Titelverteidiger aus Berlin, meine Wenigkeit Joko Winterscheid und Lachlegende Matthias Schweighöfer. Und so einfach sind die Regeln. Gespielt wird exakt eine Stunde. Wer lacht, bekommt einen Minuspunkt. Ganz egal, ob einer aus dem Team oder beide. Das Team mit den meisten Minuspunkten nach Ablauf der Zeit verliert Aushalten, nicht lachen. In diesem Sinne, gut lach und lasset die Spiele beginnen. Hi, wir sind ja die amtierenden Titelverteidiger bei Aushalten nicht lachen. Und wir möchten natürlich unsere Führung weiter ausbauen, um endlich in die Lachgeschichte einzugehen. Ja, ja. Ich werde mit der Leichtigkeit eines Kindersoldaten heute ja. in diese Veranstaltung gehen. Das finde ich ja. sehr, sehr gut, ja. Hast du denn überhaupt Sachen? Warum lachst du denn eigentlich jetzt schon? Du sollst doch gar nicht lachen. Nee. Das ist eine ernste Angeschichte. Weil man sich auslachen muss, das ist das Ding. Man muss sich vorher auslachen. Dann lass doch mal wieder lachen. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben uns wirklich ins Witzezimmer geschlossen und ordentlich an den feinsten, besten Scherzen gefallen, haben wir uns die man sich nur vorstellen ins kann. Witzezimmer haben wir uns ins Witzezimmer haben wir uns eingeschlossen. Oh, Martin. Heute gibt es am Anfang so eine Art Grimassen-Stare-Off. Das heißt, man guckt sich gegenseitig an, es werden keine vorbereiteten Gags gemacht, sondern ein dummes Gesicht. Lustig, möglichste Gesicht wird gemacht. Wenn man da dann sofort einen Minuspunkt kassiert, ne, da hast du halt schon die ganze Zeit so ein, wie sagt man das, hat man da auf so ein... Einfach einen riesen Rucksack voll Probleme. So. Ich hab nicht gesprochen. Hat nicht gesprochen. Ich hab geröchelt. Was heißt? Das wird schwer. Kacke. Kacke. Hier. Sieht Hemd aus. So, mach mit schwarzem Unterhemd. Ja, sehr gut. Schon geweint vor Lachen immer dieses Are you ready? Are you ready? Scheiße. Das war sehr gut. Na, ja, seid ihr gut drauf da drüben? Es geht. Ja, geht so? Eine Sekunde. Aber habt ihr das vorbereitet? Wir sind gerade wirklich in der Stimmung so, wir können über das Leben reden und so weiter, aber wir sind nicht geckig drauf, wir sind auch nicht albern oder so. Thank you.
Sehr gut. Das war Arbeit. Weißt du, was ich so dreist fand daran, dass die nicht mal mehr einen draufgesetzt haben? Dass das kann immer so weiterging. Okay. Mal ganz kurz nochmal Abbruch, bitte, ganz kurz. Sag mal, kann das sein, dass hier nach Scheiße stinkt oder so? Auf jeden Fall, überall. Hat jemand hier ein offenes Bein oder so? Das riecht derbe nach Scheiße, Alter. Ist hier jemand, als wenn jemand einen Kopf aufgeschlagen hat, das Gehirn rausgenommen hat und da richtig reingekackt hat? Das riecht hier derbe nach Scheiße. Und ich glaube, du hast... Oder bilde ich mir das gerade ein? Wollen wir noch mal anfangen? Weil es riecht hier derbe so, als wenn hier einer wirklich hingekackt hat. Oder irgendwo jemand die Beine rausgerissen wurden und die haben hier rumgeeitert eine Woche im Studio. Vielleicht ist es auch nicht, aber ich... Was? Das ist Scheiße. Echt? Das, ja. Wo ist Scheiße? Ja, du hast... Seht ihr das auch? Ist da irgendwo Scheiße? Ja, die Nase ist mit einem hörbaren Klick ins Arschloch eingerastet. Was? Ja. Nee, wer war ehrlich? Ist hier mal hier Scheiße? Scheiße! Ist gut! So. Da sind wir mal gespannt, was da jetzt von euch kommt, ne? Ja. Hier ist Nora Tschirner. Du bist das. Hätten Sie vielleicht Senf für mich? Kann nicht dein Ernst sein, du Spasti! Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?